hallo, da sind wir wieder. Dritte Episode, der lange Weg. Ich sage auch nicht mehr immer, mache ich nicht mehr, das reinzuschneiden. Habt ihr vielleicht gemerkt schon, dass ich das zweimal reinschneide mit The Walking Dead. Aber, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ich werde hier das blaue Signet verwenden bei Beginn. Also dieses, es ändert ja die Farbe, oder hat die Farbe geändert, habe ich gemerkt. Ist ja blau, nicht mehr rot plötzlich, der dritten jetzt. Und werde das verwenden, dann könnt ihr euch da vielleicht ein bisschen besser orientieren, wo, in welcher Episode ihr euch befindet. Das als Hilfe für euch. So, sag doch mal hallo. Hallo, liebe Zuschauer. Wir werden jetzt gleich den M-Track hier starten. Seht, da guckt er auch zum Händchen rüber. Hat ein gutes Händchen, ja. Ein flinkes Händchen, unser Lee. Seht ihr ja. Wie gesagt, hallo, liebe Zuschauer. Wir werden gleich den M-Track starten. Und ich habe hier gerade vorher, in der letzten Episode zum Schluss, habe ich noch gemerkt, ich wusste, da oben ist doch noch was, weil hier konnte ich ja nicht gucken. Weißt du, wie es vielleicht jetzt geht? Da ist jetzt plötzlich ein Händchen, aber macht ja irgendwie nichts. Also vorher hat er nichts gemacht. Und ja, jetzt mal gucken, hier durchreiben. Mal gucken, das kann ich gleich machen. Gar nicht lange schwätzen. Mach jetzt auch keine Rückschau. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Genau, ist ja perfekt. Ah, da ist er. Also, auf der Nummer 6, zweimal unten, zweimal oben, oben, unten, oben. Dann die Nummer 5, links und oben. Oder unten, weiß ich nicht, muss ich da gucken. Und dann die 9, links und die 9 dann rechts. Und dann müsste die Mühle starten. Weil es steht ja Engine Stand Up. Machen wir doch. Und da sehen wir mal, wie nützlich das wieder war, bei der Clementine zuzugucken, wie sie da das Ahornblatt durchgerieben hat. Ja, nicht, dass er noch eine Abreibung kriegt, weil er hier nicht vorwärts macht. Oder vielmehr ich. So, verfaultes Mittagessen. Soll ich das wirklich angucken? Das sieht scheiße aus. Guck, na, ich kann es nicht mal richtig. Ist auch noch ausgelaufen. Ich stehe auch noch drinne. Bestimmt schon faul. So faul wie der M-Track, Mann. So. Also, fass doch mal an hier. Ah, kann ich auch machen. Also, wie war das? Ich will mal gucken, ob ich ohne den Plan... Drückt mir den Daumen, dass ich hier ohne Plan klarkomme. Also, was, wie war das? Zweimal unten, zweimal oben. Also, hier mal hoch. Genau, dann geht auch das Licht an. Da geht mir auch Licht auf. Zack, okay, und dann, wie war das noch? Jetzt muss ich überlegen. Ah ja, genau, oben, ja, da genau, wobei, das hat einfach damit zu tun, dass wir nicht, oben geht's Licht und unten nicht, aber da, wo oben, unten, oben, wenn ich das richtig erinnere, na? Aha. Son of a bitch! Teufelskerl, das heißt aber so Hurensohn, so nicht, Teufelskerl, hat er gesagt, da, Son of a bitch ist doch kein Teufelskerl, sondern ein Hurensohn. Hier ist das Spiel ab 18, da darf ich sowas sagen. So, ja, das sind auch diverse Lämpchen angegangen. Diverse Lichter sind wieder aufgegangen. So, gibt's da noch was? Ah, da ist ja auch die 5. Kommt da mal. Jetzt geht er wieder raus, der... Also, Lee! Wie soll ich dir den Weg weisen, wenn du immer solchen Scheiß machst? Da ist doch die 5. Verdammt, warum kann ich da nichts machen? Da geht er nämlich dahin. Und hier geht er eben dahin. Hier bin ich doch. Da war doch 5. Oder? Da war doch 6. Das hier war oben. Und dann war... Das sind doch diese Schalter. Wie komme ich da nicht hin? Was ist das für ein Scheiß wieder? Was ist das? Führerhaus. Ja, das habe ich nicht gelesen. Ah, da müsste ich doch hin. Verdammt. Geht das nicht? Also, was war 6, 5, 9 war es doch. Oder? Muss ich jetzt doch noch... Nein, ich werde nicht gucken. Ich werde es probieren ohne. Weil ich habe ja eigentlich ein super Gedächtnis. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das werde ich hier natürlich einsetzen für unseren guten Lee. So, rede mit Kenny. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Der Stift soll rauskommen. Ja, das kann man jetzt wieder verstehen, wie man will. Aber ich werde jetzt mal den Stift hier wieder rausziehen. Kann ich eigentlich da auch raus? Nee, das geht nicht. Das ist schade. Ich hätte gerne mal die andere Seite, ob es da auch noch was gibt. So, geh mal raus. Jetzt muss ich doch wieder raus. Ja, tut mir leid, Lee, dass ich hier nicht im Scheiß rumhetze. So, da war doch noch was drin. Jetzt habe ich jetzt den richtigen Knüppel da eingepackt. Jetzt muss ich gucken, hier war die Maschine. Also da gucke ich jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Vielleicht stimmt ja die Reihenfolge nicht. Weil ich dachte, 5 wäre das zweite gewesen und nicht 9. Weil hier ist doch die 9, genau. Aha, also einmal links. Zack. Doesn't look like the engine has any power.
Ja, habe ich doch gesagt. Die 5 muss man... Und dann wäre ja das gewesen, oder? Das geht nicht, weil ich kann die 5 da hinten nicht drücken. Warum kann ich die 5 nicht drücken? Muss ich da erst an den Bolzen rumfriemeln? Muss ich an Lies Bolzen rumfriemeln? Mal reingucken. Ich wollte noch schnell dieses Werkzeug austauschen. So, gib mal das. Nicht, dass ich das plötzlich nicht mehr nehmen kann. Weil plötzlich kann ich die scheiß Tür wieder aufmachen. Weil schön und schwer ist halt doch schön. Und schwer. So, zumachen. Zack. Komm, hier auch. Zack. Bitte nimm's Auge wieder mit. Das brauchen wir unbedingt. Sonst wird's schwierig, dich hier zu führen. Da kann ich auch durch direkt. Habe ich nämlich vorher gesehen. Kann man auch von innen nach außen direkt. Muss man gar nicht erst runterklettern. So, hier gibt's ja nichts mehr. Dann geht doch mal raus. Seht ihr hier, was ich gemeint habe? Die Füße gehen immer nach oben. Habe ich mal, glaube ich, in der letzten Folge, habe ich das mal erwähnt. Oder auch, also jetzt ist ja klar, dass nach oben. Aber eigentlich müsste ja umgekehrt sein, finde ich. Wobei, wie soll man das darstellen? Ich finde eigentlich die vordere Füß. Wobei, wenn man dann draußen steht, ist stimmt ja dann auch, also spielt, glaube ich, keine Rolle, weil dann stimmt ja dann auch wieder nicht. Ja. Okay, jetzt versucht doch nochmal mal gucken. Das kriegt man natürlich nicht raus. Da muss da ist Spannung drauf, glaube ich. Definitely pry this thing free, if I can break it loose first. Genau, locker. Ah, jetzt ist da auch, war das auch schon vorher? Wisst ihr das noch? In der letzten Folge war das da auch? Oder habe ich das einfach nicht gesehen? Weil ich glaube ja, seht ihr das? Der ist nämlich aus Gleis. Vielleicht ist da einfach verdreht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Dass wir jetzt Gewicht hier nach oben drückt, dass das so fest auf die Kupplung drückt, dass ich deswegen nicht kann. Die kann nicht. Kommt der hier in Schleudern? Ist schon ganz ein Gleis, der Lee. So. Ah, nicht gucken! Das geht also, ich weiß. Das ist so blöd mit dem Auge manchmal. Nervt manchmal echt. So, jetzt geh doch mal nochmal aufmachen hier. Komm. Das finde ich wirklich manchmal ein bisschen ärgerlich, dieses blöde Auge. Also manchmal ist es gut, aber manchmal ist es echt unnötig. Wie die zwei da vorne, oder? Was soll der Scheiß hier? Anschau, Maschinenraum öffnen. Ich will den eh nur öffnen. Was soll ich den anschauen? Da gibt es voran der kluge Spruch dann, oder? Wow, wie komme ich denn da? Da bin ich ja nie drauf gekommen. Da könnte ja was drin sein. Vielleicht eine Maschine. Heißt ja Maschinenraum. Nein. Da ist bestimmt, weiß nicht, ein Kino ist da vielleicht drin. Also, nervt ein bisschen. Irgendwie, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Spielen finde ich, das ist einfach unnötig. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das halt Point-and-Click-Mechanik. Dass sie da ein bisschen Probleme hatten, das zu programmieren. So. Eine flotte Drehung hat er gerade gemacht. Das hat er ganz flott hingekriegt. Nicht, dass er hier noch anfängt zu tanzen. Aber was ist, stimmt denn? Da habe ich was falsch gemacht, oder was? Oder muss ich, bin ich gezwungen, diesen Plan an? Das finde ich jetzt aber scheiße. Bin ich denn gezwungen? Habe ich was falsch gemacht? Hier kann ich... Jetzt kann ich auch, also ich kann es nicht falsch gemacht haben, weil ich kann hier nämlich nichts mehr drücken. Da wäre ich der Meinung, da habe ich das richtig gemacht. So, oder kann ich von hier aus auch da... Ach so, ja jetzt, das habe ich nicht gemerkt. Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich habe es nicht gemerkt. Ich wusste ja noch 6, 5, 9 von der Reihenfolge, das wusste ich. Und auch noch das wusste ich noch. Jetzt hoffentlich, weil ich so viel gemacht habe, weiß ich auch noch, was ich hier machen muss. Ich dachte, der stand links und der stand oben. Genau. Aha. Now we're talking. Na. So, das war's, glaube ich, auch, oder? Soll ich jetzt erstmal probieren gehen? Oder ich drück mal schnell noch einen anderen Schalter. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Weil ich dachte ja, es ist auch Stand links und waagrecht. Also von dem her müsste das klappen. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich die Maschine anschmeißen. Und dann müsste eigentlich die Kupplung vielleicht sich auch lösen lassen. Dann habe ich nämlich das Problem gelöst, wenn ich die Kupplung löse. So, schmeiß mal an den Kolben da. Den Klunker. Die 100 Tonnen, wie soll ich das Ding nennen hier? Diesen Klotz da. Diesen Eisenklotz. So, links. Zack. Okay, Engine ready. Na, dann mach mal an hier, komm. Jetzt will ich was hören, was sehen. Ah, das klingt gut. Lüftung geht auch an. Vielleicht hat sogar Klima vorne. Holy shit, we're golden. Ja, heilige Scheiße. Was ist mit Duck? Ja, sind wir. Das Ding ist ab... Ah, laut, allerdings. So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. 60 können wir fahren? Das ist noch informativ hier? Let's fucking enjoy this. Natürlich. Ich freue mich auch schon. Let's see if she'll move. Bin ja ein Zugfan. Das könnt ihr gar nicht wissen. Fahr ja eigentlich ganz gern Zug.
Also vielleicht noch, früher bin ich viel Auto gefahren, habe dann aber das Auto verkauft, weil wir haben ja schon genug Probleme. Also war wirklich so ein Öko-Ding. Und auch weil ich in der Stadt wohne und finde, das ist Quatsch. Jetzt braucht man ein Auto und es ist auch teuer und bla. Und ich habe immer riesen Probleme gehabt mit Parkplatz und so, habe ich es verkauft, fahre jetzt Rad und ÖV, Öko-Verkehrsmittel, nicht öffentlich, nein, Öko-Verkehrsmittel. Und da habe ich es verkauft, eben auch wegen Klimaerwärmung und so, weil ich dachte, was soll das eigentlich, ist ja Quatsch. Ich wollte, es ist halt so einer meiner kleinen Beiträge, um halt das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich tue ja, was ich kann. So, jetzt muss ich wahrscheinlich, ja, ich weiß auch. Wo gibt's denn hier rohe Gewalt? Ich muss mal hier, wo habt ihr denn die rohe Gewalt versteckt, sagt doch mal. Hat ja gesagt, ich brauche rohe Gewalt jetzt. Vielleicht im Bett, liegt die noch im Bett? Pennt noch eine Runde die rohe Gewalt hier? Tja, wo finde ich denn jetzt die rohe Gewalt? Nein, Quatsch, ich denke natürlich, wahrscheinlich muss ich jetzt den Kübel starten irgendwie, damit eben diese Kupplung gelöst wird, vermute ich jetzt mal ganz stark. Also, wie gesagt, ihr wisst, ich spiele blind, ich habe eigentlich keinen Blassen, was ich hier tue. Ich lasse ihn halt einfach mal rumlaufen. Jetzt kann ich hier nicht mehr aufmachen, das scheint beendet, aber hier kann ich noch was machen, habe ich vielleicht das falsche Werkzeug. Das ist mal austauschen. Nee, ich probiere es erstmal, was ich logisch finde. Weil das scheint ja im Großen und Ganzen, scheint es ja doch recht logisch aufgebaut, das Spiel. It's all yours. Alles meins. Okay, das ist gut. Ja, ist, ah, Gashebel. Ja, dann guck. That's the throttle. Genau, ah, das ist wieder sowas. Er sagt, das ist der Gashebel. Ah, okay. Gut, ich will mich darüber nicht mehr blockieren. Ah, hab ich doch recht gehabt. Jetzt wäre ich beinahe noch auf Kenny rein aufgestellt. Ja, can you go find out where we're stuck? Ja, ich weiß schon, ich will es nur noch abkoppeln. Unstuck? Yeah. Wenn du mal ruhig wärst, dann will ich es jetzt abkoppeln. So. Gehen wir noch auf Koppel. Auch gehen wir mal auf die Koppel. Wenn ihr wisst, was eine Koppel ist. Vielleicht die Pferdefreunde unter euch. Ich bin ja pensionierter Reiter, wie lange ich war's. Früher gern mal geritten. Ja, also nicht nur auf den Mädels, nein, beziehungsweise die Mädels. Ja, das will ich jetzt nicht vertiefen wieder. Wie gesagt, ich bin früher so als Kind, war eine Zeit lang, bin ich am Land aufgewachsen, so zwischen 7 und 18. Und so bis 14, nein, 12, konnte ich auf Ponyhof, konnte man Zwetschgen lesen. Also ablesen, nicht die Zwetschgen lesen in den Zeitungen. So, jetzt haben wir es geschafft. Hey, na, Kenny, we're loose! Ja, das weiß ich. Ich hab's doch gerade gemacht. Und auf jeden Fall, da kommt man zwar Nachmittag Zwetschgen ablesen. Da durfte man dann eine Stunde Pony reiten. Das habe ich natürlich gemacht, ist ja klar. Hat da riesen Spaß gemacht. You touching my stuff? Oh, was ist das für einer? Oh, meine Sachen habe ich angefasst. Sei aus seine vielmehr. Tu mir nix, du böser Mann. Ich nahm die Karten mit dem Zug geschreckt. Ich habe nichts genommen. Wer bist du? Nein, ich werde ehrlich sein. I took the map of the train. That's fine, you can have that. Really? Yeah, I got them all right up here. Wenn ich sie gesehen hätte, dann hätte ich sie auch. I guess it's no worse for wear. Ja, natürlich, was sonst? Name's Chuck. Hi, Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yup. Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here. Thought about scaring the pants off. Hast du es nicht gemacht. But I couldn't force myself to do it. Okay. Der ist you're ja still wie kind of freaking me out. Ein bisschen, ja? Already met everyone okay, outside. Ein Tippelbruder. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Ah ja, der hat sich schon angefreundet mit den anderen. Da muss ich gleich mal hin nachher. Ja, anscheinend jetzt. Nee? Doch, und er macht es von selber. You met Chuck. Yep, yeah, hab ich. I did. It's so nice to meet someone normal for a change. Also normal ist he der gave Rettung. Us candy. Ben too. Aha, pass aber auf, du. Das ist ein Fremder. Muss man immer ein bisschen gucken, man. In diesem Spiel speziell. Oder? Willkommen. Was machst du so, Mann? Man, hast du Süßigkeiten? Ja, genau. Rück doch mal was raus. Ich habe noch nie was gegessen seit drei Episoden. Och. Candyman ist das, genau. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. Ah, nein, jetzt fängt das an. Nein. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well,
With a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Auf was wollte Kenny warten? Warten bis was? Bis er sich verwandelt oder was? Jetzt läuft er davon. Und Chuck Trailer Candyman, den nenne ich in Zukunft, Chuck nenne ich in Zukunft Candyman, den find ich passend. Kennt ihr vielleicht das Lied Candyman? Soll ich es euch unterliegen? Ihr werdet es ja merken, wenn ich es gemacht habe. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Okay. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Stimmt, das ist ja sein Home. Better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Wir sind ja eigentlich die Obdachlosen. Get on the train, Clementine. Ich weiß. Ich weiß, Kleine. He's getting sicker. Let me look at him. Ihr merkt es, ich versuche das zu verdrängen. Jetzt fange ich hier wieder an, Pipi zu machen. Ist der Zug wirklich eine gute Idee? Wir können noch weiter, wenn du willst. Wir können das nicht... Wir können noch weiter. You can keep going if you want. Ja. Damn right I won't. That's what we're doing. Okay, I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Ist ja gut, ist ja gut. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Oh, Mann. Wie gesagt, ich versuche das so lang, deswegen witzel ich wahrscheinlich auch rum. Ich versuche das zu verdrängen, weil mir tut das, ganz ehrlich, das tut mir weh. Das ist irgendwie so echt gemacht und man fühlt es halt mit den Figuren so mit und versetzt sich so rein in die und so. Da tut das Schmerz. Also beim Zuschauen habe ich gemerkt, es ist lang nicht so schlimm, wie wenn er das spielt. Also die spielen wollen, da erinnere ich mich an Marius Argentins Review. Er erwähnt das, wenn ich mich richtig erinnere. Moralische Festigkeit oder moralisch gefestigt sein ist hier also echt von Vorteil. Sonst geht ja kaputt, wenn ihr das spielt. Sag ich euch. Das wird mich eh fertig machen, wenn es dann soweit ist. Ihr merkt, ich mache eigentlich das Gleiche wie die Eltern. Ich versuche das zu verdrängen. So einfach ist es. So. Jetzt werde ich aber noch nicht ganz losfahren, jetzt gehe ich noch schnell nach hinten, wenn es geht. Da kann ich aber... Ich kann gar nicht. Ich wollte eigentlich noch schnell zu Candyman. Ein bisschen aushorchen. Weil, da wollte ich noch was loswerden. Bevor wir hier losdüsen, wollte ich noch was loswerden. Und zwar, ja, ich habe ihm ja die Karte genommen, da hat er recht gut reagiert. Also, da hat er kein Problem. Und wenn ich die Karte dann in der Pause kurz gesehen habe, dann denke ich, habe ich die auch im Kopf. Keine Ahnung, ob das nützlich ist oder ob ich mir das auch schenken kann. Das wird sich zeigen. Aber alles in allem hat der auf mich eigentlich einen ganz freundlichen Eindruck gemacht, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich dachte ja erst, ja, ob da mit dem Essen was mehr... Weil wer verschenkt denn in diesem Spiel Essen, bitte schön? Im Gegenteil, man knallt dich ab wegen scheiß Schokoriegel. So ist es doch hier. Und da dachte ich wirklich, ja, kacke. Ja, ich fahr gleich, Kenny. Sekunde noch, muss den Zuschauern was sagen. Auf jeden Fall, ich dachte schon, könnte Probleme geben erst. Ich war ein bisschen misstrauisch so. Aber ich denke, der ist in Ordnung. Wenn man keine Vorurteile gegen Landstreicher, gegen Tippelbrüder hat. Das habe ich ja nicht. Also. Und schmutzig sind wir alle. Also ich denke, wir sehen nicht viel besser aus, als wenn er auch wenn er ein bisschen messy ist. Ihr habt ja seine Bude gesehen, da die da gekapert hat. Wir haben den Zug gekapert. Und ein Obdachlosenasyl. Ja, wir sind ja die Obdachlosen, weil der Wohnmobil ist ja weg. Also wir haben ja sein Heim jetzt gerade gekapert. So, dann fahren wir mal Gas hin hier. Zack. So, los geht's. Auf nach Savannah! Sattelt die Hühner! Wir reiten nach Süden! Oder wo wollen wir? Nach Westen? Weiß gerade, wo wollen wir eigentlich hin? Nach Savannah, das weiß ich aber. So, Candyman. Auch mitkommen. Kommt auch. Ist auch dabei. Hältst du mir ein bisschen Auge auf sie, Ben, weil, das ist bald soweit. Ich weiß das.
verlassen wir dieses scheiß Vehikel. Geh doch mal nach rechts, du einarmiger Zombie, du einarmiger Bandit, du. Können wir nicht Platz fahren? Ich würde ja gerne mal Zombies lieben hier. Oder so. Kann man da auch eigentlich eine Hupe? Das wäre doch auch noch cool, wenn man hupen könnte. Gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. Es gab mehr von uns, allerdings wir schaffen das ja, es gab mehr. There were more of us. Dad get them? Yep. Yes. No. Leider. Genau. Lee! Lee, I need you right now. Yeah. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Ja, klar mache ich das. Und wenn er mich in die Hand beißt, das ist mir jetzt egal. Das wird so, natürlich helfe ich da. Der Kleine tut mir ja so leid, echt. Ja, komm, hier. Der tut mir so leid. Hoffentlich beißt er mich jetzt nicht. He's out of time. Oh, das ist ein Hals, oder? Okay. Please. I'm gonna go get Kenny. Hold on tight in case the train stops fast. Oh, das wird eine Aktion. Der wird doch nicht kommen. Der wird doch nicht anhalten wollen. Der meint, der verdrängt das ja derart. The train stopped right quick. Ja. Okay, also alle sagen es gleich. Ich soll anhalten. Ach, er sagt es ihnen. Okay. Okay, aber Kopfschütteln. Ich ahne Ärger. Ganz, ganz üblen Ärger. Weil das wird Probleme geben mit Kenny. Der will das ja nicht wahrhaben. Der verdrängt, ihr habt es ja gemerkt. Der verdrängt das. Jetzt kann ich das Werkzeug nicht mehr wechseln. Das hätte ich wohl vorher machen sollen. Einen Lappen habe ich jetzt auch. Einen blutigen Lappen habe ich jetzt im Inventar. You need to so, das seht ihr aber in der nächsten Folge. Ich werde da hier gleich schneiden. Ja? Sonst habe ich wieder Überzeit. So, okay. In der nächsten Folge seht ihr da, wie es weitergeht. Das dürfte ziemlich heftig emotional werden. Heftigst. Und vielleicht besser, wenn ich Taschentuch bereitlege, weil das wird mich hernehmen. Das weiß ich jetzt schon. Wie gesagt, bisher habe ich es ja erfolgreich verdrängt. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Ich will euch auch nicht langweilen, immer das Gleiche sagen. So, okay, meine Lieben. Winke, winke geht ja gar nicht. Auf jeden Fall, tschüss. Doch, hier, guckt. Okay. Ja, jetzt macht das nicht mehr so ein Cheat. So, wie... Ah! Bis dann, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!